Wir wissen aus dem letzten Good-to-Know-Wissenschaftsvideo, dass die Atomtheorie das Verhalten und die Wechselwirkungen von Atomen beschreibt. Wir haben das Video beendet, indem wir gesagt haben, dass wir damit den Bereich der Quantenmechanik betreten. Gucken wir uns also diese Thematik etwas genauer an. Die Quantenmechanik stellt eine ziemlich verrückte, aber zugleich auch leistungsstarke Theorie der subatomaren Welt dar. Das Besondere und Bemerkenswerte ist nun, dass Begriffe, die wir aus dem Alltag kennen, bezüglich der Kräfte und Bewegungen, bekommen in der Quantenwelt komplett neue Bedeutungen. Stattdessen wird eine neuartige Mechanik benötigt, die auf sogenannten Quantenregeln beruht. Unter Quanten verstehen wir eine Größe auf atomarer Ebene. Die grundlegende Idee der Quanten und Quantenmechanik somit wurde zuerst vom deutschen Physiker Max Planck entwickelt. Er kam auf den revolutionären Vorschlag, Energien gequantelt zu betrachten. Das heißt so, als kämen sie nur in kleinen Portionen vor. Diese kleinen Portionen nennen wir eben Quanten. Diese Vorstellung wurde jetzt von Physikern wie Albert Einstein, Niels Bohr, Paul Dirac oder Werner Heisenberg und vielen anderen Physikern im Laufe des 20. Jahrhunderts erweitert. Allerdings muss die Quantentheorie trotz ihren enormen Erfolgs, insbesondere in den 20ern des 20. Jahrhunderts, bis auf den heutigen Tag als eine Art Mysterium gelten. Denn niemand versteht eigentlich so richtig, wie es funktioniert. Und dieser Umstand, dass eigentlich niemand so richtig weiß, warum und wie es funktioniert, hebt sie von allen anderen wissenschaftlichen Theorien hervor. Mit der Quantenmechanik versucht man, Verhalten und Bewegungen von Objekten auf atomarer Ebene vorauszusehen. Das Problem? Diese Voraussagen, Erkenntnisse und Forschungen widersprechen komplett gesundem Menschenverstand. So kann sich zum Beispiel ein Atom nach der Quantenmechanik gleichzeitig an mehreren Orten befinden, solange wir es nicht stören und schauen, wo es sich gerade befindet. Ebenso kann sich ein Elektron zugleich im und gegen den Uhrzeigersinn drehen, solange wir es keiner Messung der Eigendrehbewegungen unterziehen. Nach der Quantenmechanik kann sich ein subatomares Teilchen gleichzeitig in unterschiedlichen Formen befinden, solange man es keiner konkreten Messung unterzieht. Denn je nach der Messung, je nachdem, wonach man fragt, ändern sich die Zustände dieser subatomaren Teilchen. Dieser gesamte Kontext scheint jetzt für uns irgendwie nicht logisch zu sein. Wir können uns das vielleicht gar nicht vorstellen. Das bedeutet aber nicht, dass die Art und Weise, wie auf dieser kleinen Quantenebene sich Materien verhalten, auch irrational oder surreal sind. Es ist einfach die natürliche Art und Weise, wie sich auf dieser Ebene Objekte verhalten. Wir Menschen können aber diese Dimension noch nicht ganz nachvollziehen. Um ein wenig Licht in diese große, komplizierte und etwas mysteriöse Thematik der Quantenmechanik einzubringen, müssen wir uns unter anderem noch mit anderen Aspekten beschäftigen. Darunter gehört das Unbestimmtheitsprinzip zum Beispiel oder Schrödingers Katze oder die Quantenfeldtheorie. Mit all diesen Themen werden wir in der Reihe Good to Know der Wissenschaft näher auseinandersetzen. Das Bewundernswerte ist, obwohl wir diese so einflussreiche Wissenschaft der Quantenmechanik gar nicht so richtig verstehen, gar nicht wissen, worin ihr Sinn liegt, hat sie unglaublichen Einfluss auf neue, innovative Technologien, die wir eigentlich aus unserem täglichen Gebrauch sehr gut kennen. Unter anderem erlauben uns die eingeschränkten Erkenntnisse der Quantenmechanik, wie Atome in Molekülen miteinander verbunden sind, wie Halbleiter funktionieren oder wie überhaupt ein Laser funktioniert. Und aus diesen Erkenntnissen der Quantenmechanik haben wir Geräte entwickelt wie Computer, einen MP3-Player, Handys oder lebensrettende medizinische Technologien. Niels Bohr, einer der Gründungsväter der Quantenmechanik, stellte Folgendes fest: Wenn man von der Quantenmechanik nicht verblüfft ist, dann hat man sie einfach nicht verstanden.